Herzlich willkommen zu Kirby Plant Robobot. Es geht jetzt weiter mit dem Let's Play, denn das Spiel ist jetzt raus. Es ist Release. Okay. Wir haben ja schon Level 1 und 2 gesehen. Level 3 habe ich schon mal gespielt. Aber ich habe dann später Level 3 weggelassen, weil ich aus NDA-Gründen einige Sachen aus Level 3 nicht zeigen durfte. Aber jetzt darf ich es euch zeigen und deswegen machen wir das jetzt einfach nochmal, das Level. Jawoll. Sonst habt ihr eigentlich nichts verpasst. Denn ab Level 3 durfte man Sachen nicht zeigen. So, und wir spielen jetzt Kirby. Ich habe Kirby schon ewig nicht mehr gespielt. Ich habe auch, seitdem ich das Video gemacht habe, nicht gespielt. Und ich hoffe, das wird ein süßes, kleines Kirby-Spiel, wie ich es mir erhoffe. Und wie ich es auch erwarte. Ich denke mal nicht, dass das Projekt so lang gehen wird. 100% werden wir wahrscheinlich auch nicht machen, weil es wahrscheinlich Dinge geben wird, die extrem verdammt schwer sind. Okay, gucken wir mal. Eine Battery. So, genau. Reinstecken in die Säge und dann können wir da durch. So. Muss ich erstmal wieder in die Steuerung reinfinden. Okay, da können wir drauf. Dann kommen wir in den Hintergrund. Kann man den essen und eine Fähigkeit bekommen? Doktor, Doktor. Okay, wir können natürlich mit Pillen werfen. Was können wir noch? Oh, okay. Habe ich bestimmt damals schon nachgeguckt. So, da war ein Sticker. Will ich zurück? Ich weiß es nicht. Hier gibt es nämlich ein Secret, was ich aus Zufall nämlich gefunden habe in der Aufnahme, als ich es damals aufgenommen habe. Das ist mir dann aufgefallen und ich dachte so, oh, darfst du nicht zeigen. Und deswegen habt ihr Level 3 nie gesehen. Und habt das passend geschnitten. Tut mir leid, aber war leider notwendig. Ach du großer Gott, der Hammer. Jetzt bitte die Batterie mitnehmen. Ah, okay. Wofür haben wir hier zwei Batterien? Achso, hierfür. Nee. Hä? Hierfür, ah. Damit wir da rein können. Damit wir den kriegen. So, den hauen wir jetzt mal kaputt hier. Will ich mal diesen Hula-Hoop-Dude haben? So, wie, so schmeiß ich raus. Okay, okay, Moment. Ah, stimmt. Ich glaube, da war das Secret drin. Hier bin ich, glaube ich, reingegangen. Und ich glaube, gleich kommen Dinge, die ich nicht hätte zeigen... Ich sag das jetzt einfach. Ist ja egal. Ist eigentlich egal, was ich nicht zeigen durfte. Ich durfte auf jeden Fall in diesem Level, was ich zeigen. Ich bin mir nicht sicher. Vergessen wir das Thema. So. Ah, jetzt war ich irgendwie Mario-Modus. So. Ein Sternchen? Ah, nee, Moment, das ist eine Tür. Okay, warte mal. Der kommt zurückgehüpft. Den machen wir mal so fertig. Was ist, wenn ich hier reingehe? Was ist da drin? Oh, ich kann so Ballons machen. Voll nice. Okay, darüber. Dann einmal hier in den Hintergrund. Ich muss einfach nur vorsichtig sein und die Stachelviecher verwirren. Von der Perspektive her. Wo ich lang muss. Egal, so, den hätten wir auch gehabt. Genau. Hier landen wir dann mit dem Roboter. So. Da wollen wir rein. Rein? Hallo? So. Konnte man den nicht noch einsaugen? Moment. Genau, so. Tada. Jetzt sind wir Feuerrobot. Bredde. Alles klar. Jawoll. OP. Oh nein. Hoch. Okay, hier wäre ein Sticker gewesen. Den ich... Ah, das ist so brutal, dass man aus dem Fenster fliegt. Und dabei seine Fähigkeit verliert. So, dann sind wir jetzt mal Bomben. Komm ich da... Da müsste ich wieder rauskommen. Ah, genau. Dafür brauche ich ja auch Bomben. Wow, wie windig. Ich muss da nochmal lang. Da war ein grüner Stern, den will ich haben. Oder komme ich da jetzt nicht nochmal lang? Komme ich nicht? Ist ja voll gemein. So, den kann man nicht bomben, den Dude. Pum. Achso, heben. Moment. Heben. So. Absetzen. Alles klar. So. Abfackeln. Oder wegsprengen. Was das Herz gerade begehrt. Nimm das! So.
Das könnte jetzt ein Problem werden. Moment, das müssen wir mal heben. So, und dann müssen wir das hier abstellen. Das war ein Fehler, glaube ich. Ich glaube, da unten war... Ah, ne, da unten war nichts. Da komme ich jetzt noch nicht raus. Hier war aber genau. Erstmal sprengen wir das weg und dann gehen wir hier raus. So. Dann nehmen wir die Batterie mit. Die natürlich durch die Lücke passt. So, und dann gehen wir hier lang, machen das auf. Können uns den letzten Würfel mitnehmen. So, hätten wir auch geregelt. Die haben wir alle. So, gehen wir da in den Roboter rein. Das geht nämlich. So. Den müssen wir nicht hier lassen. So, heben das hier hoch. Whee! Uno momento. So. Ich muss jetzt überlegen, ob ich irgendwas falsch mache. Nein. Oh Gott. Da hinten schläft ein Waddle Dee. So, drücken. Raus hier. Whee! Yeah. Musik wird wieder happy. Oh Gott, ich hab doch noch Bomben. Ich will dich. Du bist nämlich awesome. So, bringt mir glaube ich gar nichts mehr, aber wir haben ihn. Schrauben. Yeeha! Ich finde das total cool. Es müsste noch ein Boss kommen. Hi. Ja, was wir da machen müssen, ist natürlich obvious. Yeeha! Und zack. Instant Rin. Oh, Sternchen. Sehr nice. Oh, jetzt kommt noch der Boss. Ich bin ein bisschen mad. Gigavolt. Oh, die Musik ist so awesome. Man muss nämlich auf ihn, auf seine Hand. Hä? Nee, ach nee, ich muss, muss ich stampfen? Ich bin mir unsicher gerade. Anschießen? Ach, anschießen. Ach, genau. Und dann war das so. So war das. So. Kaputt schießen. Trifft er mich hier? Ja, tut er. Okay. Oh, das ist uncool. Warte, ich will die Fähigkeit wieder haben. So. Okay, hat jetzt nicht gereicht, weil ich nicht gedacht hätte, dass er bis hier rüberschlägt. Hä, wie kann er denn predikten? Das ist ja voll hart. So. So, zack, 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 zack. Drehen. Und jetzt noch den Kopf. Da springen wir jetzt drauf und drehen. Jawoll. Schneller drehen. Schneller. Okay. Win. Yee-hee. Kriegen wir jetzt die Bonus-Dings? Genau. Vielleicht schaffen wir es mal. Komplett nach oben. Nee. Aber auf die 2 kommen wir. Gerade so. Yay! Sternen! Oh Gott. Hätte ich den einen Stern nicht auch noch bekommen können? Sticker, Ziffer 1. Quiekso. Ach, der ist ja süß. Melone. Der war ja süß, der Quiekso. So, das war Level 3 und jetzt gehen wir noch in Level 4. Und gucken mal, was hier auf uns wartet. Oh, ein Scrolling-Level, ich sehe schon. Kirby übrigens auch alle 2 Tage, ne, zu den Nintendo-Tagen. Dann immer wenn Nintendo-Projekte kommen, dann natürlich auch dann hier Kirby. Huh, was ist das denn für eine Perspektive? Okay. Ach, die Musik ist so fröhlich. Die lässt jetzt gar nichts Böses vermuten. Und ich bin immer noch der Feuer-Dude. Voll nice. Ich müsste auch mit jedem Stern, der jetzt kommt, eigentlich ein Level-Up bekommen. Level-Up. Leben.
Ich verwechsel immer Leben mit Level Up. Ich weiß nicht warum. Das hier links sieht sehr verdächtig aus. Okay. Ich trau den Spielen ja nicht. Yay, sag ich doch. Voll nice. Zack, wie so ein Zirkuskünstler durchgejumpt. Moment, ich will diese Fähigkeit da haben. Ist keine Fähigkeit. Moment, dann will ich die zurückhaben. Okay. Ich will diese Fähigkeit haben. Das ist ein Bogenschütze, verdammt. Aua, falschen Knopf gedrückt. Wie awesome. Ah, wie cool. Wie cool das ist. Moment. Okay, da ist nichts. Da ist nichts, okay. So ein Sticker. Hier klettern wir mal hoch. Wie cool diese Fähigkeit ist, bitte. Ah, schlagen kann er auch. Und aufladen. Ach, cool. Hoch, runter. Hoch, runter, hoch. Okay. Hoch. Ey, nein. Nein, gib mir das wieder. Ich will den Bogen schützen. Ah, das Zielen damit ist ein bisschen tricky, weil man mit dem D-Pad halt zielt. Hoch, runter, hoch. Gleich Schatz. Okay, das wollen wir gleich mal. Einfach nichts drücken ist geradeaus. Okay. Ist vielleicht der beste Weg. Runter. Ah, oh, Frosty. So. Und dann wieder hoch. So. Wieder nach oben. Und dann müssten wir jetzt zum Schatz kommen. Jawohl. Und dick Essen haben wir auch noch einkassiert. Und den Block. Hey, jetzt aber geweint, wenn wir den ersten Block nicht bekommen hätten. So. Und weiter. Wie ich den Bogen immer auszusehen benutze. Kann ich? Okay, warte. Ich habe, glaube ich, das Projektil irgendwie abgewehrt. Oh, Moment. Oh, das ist gar nicht mal so einfach mit dem Zielen. Man kann auch straight nach oben schießen. Okay. Das ist aber an sich eine coole Waffe, weil man von der Entfernung aus schießen kann. Oh Gott. Diese Stacheln, ich wäre fast reingelüpft. Okay, Laser. Da wollen wir natürlich nicht von getroffen werden. Da ist ein Lutscher. Oh, Moment. Den zweiten wollen wir noch holen. So. Aus dem Weg. Da ist der Waddle Dee Helper. Was ist das? Boxhandschuh. Nehmen wir. Hadouken. König Glubsch. Instant down. Kann ich den essen? Na toll. Er hat voll die lame Fähigkeit. Moment. Ich will den dann. Aber nee. Hier kann ich ja nochmal nehmen. Wie König Glubsch instant down gehauen haben. Oh. Kann ich? Moment. Das müssen wir nochmal testen. Ah, okay. Das macht Strom. Okay, dann darf ich das doch nicht wegmachen. Dann muss ich die Fähigkeit behalten, weil das Level es will. Wenn ich zumindest versuchen will, die 100% zu erreichen. In dem Level. Und das wollen wir natürlich versuchen. Es ist nicht so, dass ich es unterlassen würde. Habe ich da rein? Da ist ein Roboter. Nice. Strom, auch nice. He, au, oh. Muss ich das irgendwie drehen, oder? Moment. Kann man das nicht schieben? Das ist natürlich jetzt eine Fummelei. So. So, schnell durch. Ach, hier muss... Ach, du großer Gott. Okay, deswegen ist das so lang gezogen. Alles klar. Okay. Heben. Ach, zu früh gehoben. Heben. Au, ich wurde getroffen. Uncool. So, Tür offen. Und der dritte. Jawoll. Alle Roboblocks sind Level 1 hier gefunden. Das ist natürlich ein gutes Zeichen. Komm mal her. Dann haben wir wenigstens eine Fähigkeit.
Eine gar nicht mal so schlechte Fähigkeit, muss man dazu. Au. Zusagen. Jetzt bitte nicht wieder instant getroffen werden. Ah, man kann damit klettern. Das muss man natürlich anders sagen. Aber wir haben das Level geschafft. Bonusspiel. Und. Jawoll. Das gibt sogar noch die Futter. Nee, Gegner kaputt gemacht sind das, ne? Jetzt möchte ich eine dicke Party geschmissen sehen hier. Wuhu! Boah, crazy. Es gibt sogar noch einen Sticker. Cool. Hot. Okay. Blinkbart ist auch knuffig. Hä, kann ich von links auch kommen? Von der linken Seite? Mal geht's einfach weiter. Die Roblox haben die Firewall, die den Weg zum Boss blockiert haben, deaktiviert. Was ist da? 6 extra. Okay, das schauen wir uns nach dem Boss an. Okay, cool. Wir sehen uns dann im nächsten Part von Kirby Planet Robobot. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.